Auf dieser Seite sind wir im Elsass. Dort ist Deutschland. Noch im kleinen Ried. Letzte Woche sind wir heute im grossen Ried. Seid ihr alle willkommen in der Gegend von Rhinau. Das Wasser da hinten dran, das ist Grundwasser. Es ist einfach, in der Gegend lebt man dank und mit dem Wasser. Was macht, dass die Natur da sehr reich ist. Eine Natur, wo man dank dem Velo, aber auch zu Fuß entdecken kann. Und das ist das Programm für das Wochenende. Bonjour Valérie. Bonjour. Also wir gehen miteinander Velo fahren. Wo geht's denn aus? Ja, das ist der Weg vom Velo Routrain. Mhm. Der geht von der Schweiz bis auf Holland. Der macht hier 233 Kilometer und geht durch den Ried hier am Kanal entlang. Hoppla, also gehen wir. Ja, dann gehen wir. Wir machen auf Französisch wieder, das ist vielleicht einfach. Ja. Hein? Donc, une véloroute accessible à tous. Accessible à tous, à toute la famille, à tous les publics. Très agréable, en bordure du canal. Une vraie nature ridienne, telle qu'on la connaît. Le long du canal, mais pas seulement, il y a d'autres sentiers. Tout à fait. Il y a des sentiers plutôt dans les réserves naturelles, au départ de l'office de tourisme. Et vous pouvez découvrir toute la forêt rhénane et toute sa richesse en faune et en flore. Eh bien, on continue. Eh bien, on y va. Wanderwege gibt es hier in Hülle und Fülle. Wir haben unseren Weg zu Fuß wieder gemacht, auf der Seite vom Rhein. Wir haben den Pferd genommen, der ursprünglich gegründet war, damit die Bauern betrieben im Naturschutzgebiet vom Taubergießen Langenthal mit ihrer Maschine übers Wasser können kommen. Was ich fahre, weiß, ist Rhinau. Also das ist der Rhein? Das ist der Rhein. Die Grenze, ja. Und das ist trotzdem noch, ja, Französisch. Und das ist der Berg. Das kommt, wo der Rhein geleert wurde, mit dem Tula. Der Fuss ist nichts als Insel. Es war überall Wasser. Und dann hat er mit dem Tula nachher mal eine Grenze gemacht. Und dann ist der Grenze. Und da ist jetzt der Grenze da oben geblieben. Und ich habe also 31 Jahre um den Wald bekommen. Und ich habe auch Bekanntschaft mit besonderen Blumen gemacht, Orchidee. Ja, so macht es alle da oben. Ist. In das erste Jahr jetzt so, denkst du. Also gehen wir mal die Orchidee suchen. Ja. Da haben wir jetzt den ersten, das ist die Orchidee Militär. Das ist von der ersten Orchidee, die kommen. Da findet man viel. Aha, du siehst, da ist praktisch das Ding, das man am meisten findet. Ah, ja. Auf der Maden findet man alle. Aber man muss sie mehr suchen. Und da hat man sie praktisch am Wein. Ja, da muss man schon ein bisschen gratteln. Ja, ja. Ja, da haben wir jetzt ganz oben. Ah, ja. Oh, wunderbar. Und also Frölon, wichtige Fee, nehme ich schon. Ja, weil dann, sie sind drei, weil Frölon, weil dann heißt sie Frölon. Wie viel gibt es Orchidee da in der Gegend? Ich sage, bei so 20 Varieten, aber im Jahr durch. Das sind die ersten, sind Brühle und Militär, das sind die ersten, und Aranje, das sind bei den ersten, die blühen. Die ganzen Blumen, die sind da, weil nicht gemäht werden? Das wird erst gemäht. Ende August oder Anfang September. Und dann kommt es, wird gemeint, mit einem Maibau liegen, mit dem Messer. Es wird nicht vermulischt und nichts. Und dann wird alles herangemacht. Das Heu wird alles weggemacht, als die Blumen nicht verstecken können. Voilà, voilà, maintenant la lampe pendue. Si on regarde bien, oh, bin von dieser, werde ich mal in Lupe pour le voir. Ah ja, ein kleines Hegel. Ein kleiner Hegel. Mit einem Mann, der irgendwann strampelt. So, ja. Wie lange dauern die Pflanzen da? Da kommt so drauf an, so drei Wochen bis am Monat. So kann man sie anschauen, wo sie blühen. Eben, voilà, wenn ihr die Blumen hier entdecken, kein Problem. Der Claude Vierte ist gern hier entlang vom Rhin. Aber Achtung, ihr seid im Naturschutzgebiet, also keine Blumen abbrechen. Auch nicht drauf toppen. Verbringen alle ein schönes Wochenende und passen auf euch auf.